Movie? Movie? Wie kriegen wir das Kind aus dem Ofen raus? Jetzt blutet auch unser Buch nicht mehr. Ist gut. Ist schön. Also ich habe nicht erwartet, dass das so eine Art Horror-Game wird. Ich habe da eher irgendwas Gemütliches erwartet. Und die Schrauben lösen. Das konnte doch schon Edna mit ihren Zehennägeln. Wieso können wir das nicht? Wir müssten diese Blöcke da in der Mitte rauskriegen, dann könnten wir es wenigstens teilweise öffnen. Vielleicht müssen wir von oben rein, durch den Kamin. Ich bin echt überfragt, Freunde. Mach das auf! Gibt keinen Tipp mehr. Wir haben schon alle Tipps angeguckt. The key to the kiln lock is indeed keys. Natürlich ist der Schlüssel ein Schlüssel. Das kapiere ich nicht. U-N. Das war doch voll noch nie da. Vorhin konnten wir das Ding öffnen. Auf meinem Zettel steht auch nichts Interessantes. Wie kommen wir bloß daran? Vielleicht das da. Ah. Können wir das Menü verstecken? Tun wir natürlich nicht. Ihr wisst, ich habe vor einer Stunde noch davon gesprochen, das Let's Play abzubrechen, aber ich glaube, das wird dann doch nichts mehr. Einfach mit Gewalt. U-N. Es leuchtet mir nicht ein, was es heißen soll. Ich gehe nochmal die Karten-Dingsies durch. Da war die Mühle, da war nichts, da war... Ja gut, wir haben immer noch diese vier Buchstaben, ne? Dieses... Ein umgedrehtes D, ein durchgestrichenes C... Alles Mögliche. Und das Pferd und der Embryo haben das gleiche Zeichen. Deswegen wird wahrscheinlich das Pferd auch lauter Embryonen von uns wollen. Ach, das sind wahrscheinlich abgetriebene Kinder, wenn die nicht gewollt waren. Drum, deshalb die Seelen. Ganz schön fies. Also, hier ist nichts. Hier ist eins der Symbole. Hier auch. Da ist nichts. Hier ist das Pferd. Nee, da unten ist das Pferd. Hier sind wir gerade. Da kommen wir nicht weiter. Hier ist unser Haus. Hier ist diese komische Kiste, an der wir aber auch nicht weiterkommen. Hier ist dieses Underground Storage Dings da, wozu wir aber erst noch Licht brauchen. Und nochmal so ein Symbol. Die Rune Hammerlängs. Den Runenstein. Da fehlt uns das Licht im Storage. Hier, das Mädchen ist nicht mehr da. Und der Eulenbaum hat auch nichts mehr, was wir brauchen. Das gibt's doch nicht. UN. Ein U und ein N. Keins der Zeichen, die wir gefunden haben, ähnelt auch nur ansatzweise einem U. Das sind alles, ja okay, umgedrehte Us. Das gibt's doch nicht. U, N. Windmill. Cottage. Da läuft halt schon Blut raus. Wenn wir es nur aufkriegen würden. Geh auf, 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 geh auf! Und ich wette, die unter euch, die Englisch können, haben längst in den Lösungsvorschlägen, in den Tipps gelesen, was wir machen müssen. Aber ich kapiere es echt nicht ganz. Blood guide us, das haben wir schon. Das im Osten war der Wagen.
A blood-stained carriage. Horrid cries can be heard by the windmill. Perhaps the wing is connected to something on the inside? The wing? Ey, sag mal, ist hier was drüber? Ja, da ist was drüber. Das ist mal eine ganz blöde Idee. Also nach unten kommen wir hier leider nicht. Wäre jetzt mal eine Idee gewesen, durch den Schornstein zu krabbeln. Den Baum da kann man auch nichts anfangen. Freunde, ich bin überfragt. UN. UN. An. Nun. Bewegt alles immer nur die. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es immer noch nicht. Jetzt weiß ich's. Freunde, ich geb's zu, ich hab nachgeguckt. Ja, man muss einfach nur auf der Tastatur auf N und auf U drücken. Oh, das weint. Oh Menno, armes, ekliges Geisterbaby. Oh, Gott sei Dank. Ich habe nicht geguckt, wie es dann weitergeht. Ich wollte nur unbedingt dieses Baby da rausholen. Und jetzt lassen wir uns überraschen, was gleich passieren wird. Ich habe Angst. Panikbär. Rette mich. War so klar, dass der Schlüssel wieder weg ist. Babys? Geht's euch gut? Ich hoffe es. Hui. Eine Flamme. Die können wir rumtragen und hinstellen. Eine. Aha. Haha. Guck mal, der Fluss ist jetzt aus Blut. Eine Lichtquelle. Eine Flamme! Juhu! Eine Flamme. Da war's falsch. Ich glaube, hier war's. Nee, hier war der Wagen. Moment, kurz auf Karte gucken. Rauf, links, runter. Die Musik wird langsam ein wenig aufdringlich. Oh, endlich! So. Na, komm mit. Hui. Wie groß ist denn das? Ist ja creepy. Okay, fangen wir ganz links an. Hier ist ein toter Vogel. Da ist wieder die Krähen. Der Krähenfuß. Da auch wieder. Nee, das ist das Zeichen vom Pferd und vom Baby. Das ist wohl eine Pferdekeule. Ein Eimer. Und was zum Henker ist das? Übrigens, ich habe mitbekommen, als ich gerade im Netz gegoogelt habe, das ist eigentlich eine App, dieses Spiel. Das hat Steam umgebaut. Und jetzt können wir es hier am Rechner spielen. Eigentlich ist das eine App. Wie groß ist denn das?
Ich wollte jetzt ganz rechts anfangen, aber das ist gar nicht so einfach. D heißt, das ist dieses komische kleine Mädchen. Oder die Frau, was auch immer. Hui! Hallo, Leiter. Eigentlich wollten wir den Rest erst angucken. Was haben wir hier? 2, 4, 6. Und ein neues Symbol. Schmal mal auf. Dann mach mal 6 Punkte daneben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Komm lieber mit Feuer. So, hier haben wir Schnitzereien. Das hatten wir auch schon. Nee, hatten wir noch nicht. So, so, so und so. Nur ein Punkt. Schreiben wir jetzt mal die ganzen Punkte auf. Die könnten wir noch brauchen. Ach, das ist auch ein Symbol. Ätzer. Ich dachte, das ist nur Crack in the Floor, aber das ist ein Symbol. 2, 4, 5. 4, 5. Das da hat 2. Das ist das Pferd und der Embryo. Das da hat nichts. Da haben wir einen Krähenfuß, der hat 3. Das D war vorhin auch irgendwo. Ach, ganz links, glaube ich. Nee, ganz rechts. Hammer, Hammer. Da ist nichts, das Hammer. Hier ist die Leiter. Eine sehr vielversprechende Leiter, möchte ich feststellen. Das D war das Mädchen, da machen wir 4 Punkte hin. Dann fehlt uns noch die 1. Aber wir haben auch nur noch ein Symbol übrig. Sieht aus wie ein Eurozeichen. Dann muss das die 1 werden, schätze ich mal. Wo ist unser Licht? Wo sind wir hier? Ah, hier sind wir. Endlich! Ein toter Vogel? Gott sei Dank. Spuck den Schlüssel wieder aus! Welcher Vogel? Der Vogel hat 3. 1, 2, 3. Unser letztes Symbol! Endlich! Mitte, ganz runter, hoch zur Mitte und so. Bisschen schief schaut's aus. Na Vogel, was mit dir? Ist hier sonst noch was zum draufdrücken? Nö, nur der olle Vogel. Also der Krähenfuß hatte 3 Punkte. Hä? Naja, gehen wir erstmal das Symbol eingeben. Endlich. Jo, Lichtilein, du darfst da bleiben. Dann wissen wir nächstes Mal gleich, wo es weitergeht. Nichts kann mich jetzt davon abhalten, zum Runenstein zu gehen. Nur ich habe vergessen, wo er ist. Falsch. Hoch, hoch, rechts, runter, runter. Hoch, hoch, rechts, runter, runter. Hoch, hoch, rechts, runter. Runter. Ich setze mich mal an der Schimmel, entferne mich ein Stück vom Bildschirm, weil mich gleich wieder irgendwas anspringt. Ich weiß es jetzt schon. So. So. Ne? Wie, nee. Wie, das ist es nicht. So. Nee. Oder? So. So. Hä? Moment, das war falsch. Mal kurz weggehen. Wir fangen an. Moment, ich. Ja, mal auf der Seite an. So, 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 so. Echt nicht? Aber es geht wieder weg, das heißt, es muss eigentlich schon stimmen. So, wenn wir es falsch machen, bleibt es nämlich dran. Ja, nu? Wir haben die Krähe, die den Schlüssel nicht hergibt.
Und wir haben eine Rune, die der nichts passiert, mit der überhaupt nichts reagiert. Muss man spiegelverkehrt versuchen? Da bleibt's stehen. Hihihi. Touch the Divish Bird. Ja, haben wir doch. Menno. Haben wir doch. Haben gar nicht aufgehört, den anzugrabbeln. Tja. Jetzt krabbeln wir nochmal den Vogel an. Aber der tut doch nichts. Der sieht aus, als würde er was essen wollen. Draufbleiben geht auch. Der sieht aus, als hätte er Hunger. Ist irgendwo ein Wurm? Wurm? Hat jemand einen Wurm gesehen? Ein Wurm für die Vogeli? Nein. Kein Wurm. Unterm Stein? Können die überhaupt nichts machen? Touch the Divish Bird war der Tipp. The Night Raven. Touch the Divish Bird. Berührt den diebischen Vogel. Ich bin verwirrt. Kann ich auch mit beiden Maustasten anklicken, aber da tut sich nichts. Lass mal gucken. Der Krähenfuß hatte 3 Punkte. Nehmen wir zigtausend verschiedene Zeichen. Hey, ich habe meinen Block falsch rum. Das ist blöd. Da ist nämlich unten so ein lustiger Biber dran. Der guckt so. Das ist lustig. Verzeihung, ich lenke hier ab. Der Vogel macht nichts. Der tut nicht, was ich ihm sag. Bringt dir mal jemand Anstand bei, bitte. Jetzt gehen wir mal nochmal weg und wieder hin. Und dann krabbeln wir ihn nochmal dreimal an. Und der Krähenfuß hat 3. Muss ich auf W drücken für Wurm? Nee. Was heißt ein Wurm auf Englisch? Ich habe keine Ahnung. Auf N oder auf U? Nein, nicht. Aber das ist echt gemein, da einfach ein N und ein U einzubauen. Wer kommt denn drauf, wenn man die ganze Zeit mit WASD steuert? Ich muss mich nur mal entschuldigen, das war echt dämlich, aber ich bin nicht drauf gekommen. Ums Verrecken nicht. Auf W geht auch nicht, auf zurück auch nicht. Hin und her geht auch nicht, während wir ihn anklicken. U für Wurm, N für Wurm. Nee. Seltsam. Können den Vogel auch nicht rumtragen oder so. Ganz schnell anklicken. Alter! Was war denn das? Der kotzt den Pestarzt aus. Okay, ganz schnell anklicken war die Lösung. Ohne Nachschauen diesmal. Aber auch nur deshalb, weil in der Lösung nicht die Lösung stand. Aber ich habe es ganz ehrlich selbst rausgebracht. Und jetzt? Oh Gott, wo war denn der Friedhof? Du bleibst bitte da schweben. Rechts hoch, links hoch. Komm mit. Komm mit. Rechts. Hoch, links, hoch. Na? Willkommen auf dem Friedhof. Haha, wie gut.
dass ich weiß, was was ist. Nur wie tun. Nur wie tun. Wobei das gar nicht die Dinger sind, die wir haben. Wir haben. Okay, das ist vielleicht der Krähenfuß. Das sieht eher aus wie die. Wie die Runen. Ja, dann gehen wir jetzt nochmal zum Runenstein, oder? Würde ich sagen. Der war auf jeden Fall ziemlich weit rechts. Ja, noch weiter rechts. Runter. Stimmt so. So, jetzt aber nochmal.